Geilo, Schmeilo. Ach so. Ja, man kriegt diese mystischen Dinger wirklich sehr schnell, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, naja, irgendwie nicht. Oder? Echt? Wo ist überhaupt? Na, wie das war. Oh, ich hab schon 12 Punkte. Alle sind doch wieder da, oder? Ja. Okay. Ich hab's zum Springen. Ah. Ja, okay, und ich hab keinen Plan, wo ich da anfangen soll, ganz ehrlich. Hey, wo anfangen? Ja, bei dem Mythos-Fang. Ach so, ja, weiß ich nicht. Ich hab auch nur das genommen, was geil klingt. Ich weiß nicht, wenn du jetzt zum Beispiel kein Magier bist, dann macht magische kritischer Schaden ja nicht so viel Sinn. Das ist ja. Ich weiß nicht, bist du noch da? Okay, also von mir aus. Da hinten rechts habe ich tatsächlich noch ein Sprungdings gesehen. Da geht's auf jeden Fall hoch. Oi. Jump'n'Runs sind immer voll mein. Oh, Leute! Oh mein Gott, ist das knapp gewesen. Da ist so ein. Ihr wisst schon. Sowas zum Zerhacken. Ein Schusser, genau. Ich will mich erinnern. Uch. Der Fleischhacken, der Zahacker. Alter, hier sind so viele, die hier immer Krieg wollen, ne? Hör auf mich zu rufen. Alter, bist du da? Okay. Ich wollte fragen, ob das bei euch mit Mittwoch passt. Ob du vielleicht auch mal ein bisschen später kannst. Weil, Patrick kann wohl nicht eher. Ja, doch halt nach 10. Ja, aber ich glaube, da kommen Stefan und Flirny nicht so, oder? Was steht auf dem Programm? Töten? Bereit, ein paar Schädel einzuschlagen. Aber kann man auch mal fragen, ja. Wenn die Mund geschlossen haben, sind Eldons Kräfte stark gewachsen. Er hat einen echten Wasserzauber gewirkt und es regnen lassen. Die Leute hatten solche Angst, dass sie die Königin zum Weinen gebracht haben, dass sie sich in den Straßen verbeugt haben. Ha. Ich fühle mich auch gut, aber das Kribbeln ist immer noch da. Es ist stärker geworden. Und es spricht mit mir. Hoffentlich ist das nichts Böses. Das wäre echt übel. Warte mal, jetzt auch Borderlands hat. Nein, echt? Welchen Teil? Whee! Ups. Aber oben war kein Würfel oder Kiste mehr, oder? Na, abgehakt, würde ich sagen. Ja, sofort nur zu Fuß gehen. Ja, geil. Da unten ist noch was. Das Fitzelding da. Ist ja relativ nah bei uns. Geradeaus. Bei mir ist da nichts mehr. Vor allem also der Händler-Sache, da ist doch noch so ein ganzer Bereich. Da ist doch noch was. Also ich habe hier bei uns alles aufgedeckt, da musst du dann nochmal langlaufen. Oh lol, Leute, ihr habt hier eine Waffenkiste übersehen. Hier oben. Werde ich da nichts haben. Leute, hier oben ist eine Waffenkiste. Ja, passt. Ja, da hinten. Ja, da kann was Goldenes sein. Außerdem musst du es da aufdecken. Marco, sei nicht so faul und komm hier hoch. Wer will denn sein? Marco, beweg dein Afro. Wackelt schon. Geil. War nichts Goldenes. Ja, aber kann sein, dass Marco jetzt das Goldenes hat. Hier. Welch unermesslichen Reichtümer liegen darin verborgen? Und? Das Lilanes. Ah, hätte aber sein können.
Sei mal ehrlich, hätte sein können. Hätte sein. Hätte sein können. Oh mein Gott, ich wäre dir fast hinterher gesprungen. Hinterher, ich bin doch gar nicht gesprungen. Ja, aber fast. Und dir fast runtergefallen auch noch, das habe ich gesehen. Oh je. Stell dich nicht so an. Stell du dich nicht so an. Ich muss die ganze Zeit diese Blätter essen. Wie komme ich da zurück? Also gehen wir da jetzt noch hin oder nicht? Aber ich komme. Okay, das hat nicht funktioniert. Wo bist du denn? Sind wir den schnellen Weg? Echt? Nein. Ja. Aha. War halt schneller. Meinst du den Runterfalleweg? Nee, ich war halt schneller. Okay. Ich frag mich, ob es Statistiken gibt. Dann gucken wir mal, wer am meisten gestorben ist. Ich nicht. Bestimmt nicht. Nee, ich glaube nicht. Die haben aber auch keinen Bock, ne? Woher hast du eigentlich diesen Zauber? Ja, ich glaube, der Drachenlord findet es cool, dass du ihn immer beschwörst. Ich weiß es nicht. Bei mir ist da noch ein Part tatsächlich. Also, ein ganz großer Part ist, wenn ich jetzt die Map öffne, das Ding ist halt, die ist immer anders gedreht, ne? Ja, aber genau das meine ich. Ja. Guck, bei mir ist das noch. Die ganze Nummer hier ist unter meiner Würde. Mann, jetzt warte mal, ich geh mal kurz angucken. Weil bei mir ist es noch nicht. Kleiner Pilz. Mir ist es noch nicht aktiviert. Schau, was man auf der Karte markieren jetzt, kann. Wenn ich jetzt hier rechts hochgehe, das ist bei mir noch nicht markiert. Ne, wo? Hier oben. Hier runter, links. Ja. Okay. Okay. Ihr geht voran, ich folge. Jogger. So, ich bin unten. Und dann gehe ich gerade aus. Waffenkiste. Ja, da ist nichts drin bei mir. Das hat ja Pläne gemacht. Au, 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 au! Schwesti, welchen Teil hast du denn? Wo ist die Waffenkiste? Weiß ich nicht. Ich habe die selber nicht aufgesammelt. Siehst du da? Genau, und vorbeigegangen. Ich auch. Bin siebenfacher Millionär. Ich brauch's nicht mehr. Ach, guck mal. Nein. Schönes Karte ist hier so ein Ding. Oh, hey. Oh, nee. Ein Rätsel. Oh, oh, oh. Ich schmeiße das in Zauberkomponenten ein. Ich. Oh, nee. Ich hol dich. Danke. Rätsel mit Plattformer. Wo genau seid ihr? War's das schon? Ah. Müsste bei die, den Mast. Ja. Ich kenne einen anderen Weg. Den Todesweg schon wieder. Du kannst dich mal den Todesweg nehmen. Einen einfachen Weg. Ich habe hier, by the way, 1 Milliarde Skins hingeworfen. Könnt ihr mal gucken, ob das was für euch ist? Kannst du kaufen. Kenn ich alle. Wir gehen zu helfen. Alle? Marco? Da war es für dich dabei? Ja. Welchen Teil du hast, Freier? Also welchen Borderlands-Teil hast du? Hast du alle? Will jemand hier noch gucken? Habe ich schon alle. Also ja, meine habt ihr alle, habe ich jetzt gemerkt, ne? Okay. Ach, es gibt hier auch einen Teleporti. Oh! Ja, gut. Okay, ich bin bereit. Ich bin voll bereit. Aber ich will es nicht aktivieren.
Ich drück drauf. Ja. Wir alle springen mit. Warte. Lol, Alter. Oh, da. Alle Borderlands-Teile. Dankeschön für den Raid. Wie lieb ist das denn? Dankeschön. Wie geht es dir? Und was hast du gemacht? Parkbären. Ach, warte. Du hast schon gesagt, das war dieser Freizeitpark, oder? Darum geht das Spiel nochmal. Dankeschön, dass du rübergekommen bist. Ey, ich bin gerade so blöd. Ich bin gerade so blöd für den Jump'n'Runny. Schmanni, wo muss ich denn hin? Grün, ne? Das ist ein Würfel. Wo ist denn der Grüne? Ach, hier. Hier muss man hoch. Nee. Du wurdest geradet. Ja, habe ich schon, okay, schon ich Danke gesagt. Okay, du hast das drauf. Ja, ich kenne. Wie war es denn bei euch? Warte, ihr habt das schon geschafft jetzt? Ja. Ich auch. Ich war ein effektives, ich war... man kommt nicht mehr rüber. Raus. Leute, der Weg hat sich selber verabschiedet, ne? Wir kommen noch nicht mehr rüber. Nein, das ist unsichtbar. Ach so, aber ja, aber kriegt man nicht auch einen Skin, wenn man das geschafft hat? Ja, nach da oben. Oh? Wo denn? Wie kommen wir denn da hoch? Ich weiß nicht, wo, wie das geht. Mit dem Sprungding. Ach so, oh. Ja, das macht Sinn natürlich. Direkt hier. Ich bin zu blöd, da hochzukommen. Das ist einfach ungeheuerlich, ne? Da gibt's auch außenrum, außenrum. Das sind alles nur bürgerliche Kategorien. Na, ach so, hier. Ach da, oh, der hätte ich da nicht lang gesprungen. Und da ist auch der letzte, aber ich habe den Skin jetzt nicht gesehen. Okay, also beim... Erstmal hier? Ja. Mehr Glück für dich, Mamacita. Und das krass ist, dass wir jetzt 14 von 20 Würfeln haben, ne? Jetzt lass mich in Ruhe. Und da muss ich hier runter für... Ja, kann auch hier rüber springen. Oh mein Gott. Nope. Ich geh da mal. Ich hab's nicht geschafft. Nimm mal den schnellen Weg. Ja, aber der schnelle Weg ist nicht mehr der schnelle Weg, leider. Das war nur ein kurzes nicht so schnell. Aua, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Geld das gekostet hat. Ach, den Göttern sei Dank. Du kommst direkt hier rüber. Wie bitte? Links. Wie links? Wer jetzt hier drüber springen kann. Hier? Ja. Skinny okay. Schmini. Alter, what? Schwammel. Was, bist du so aggressiv hier? Okay, also, ich bin ja gerade drauf gegangen hier, ne? Ich mach das jetzt von hier. Geschafft! Wie ein Vogel aus Blei. Wie ein Phönix, der nicht fliegen kann. Ja, like diamonds in the sky. Ein Phönix aus Diamant. Sieht schön aus, aber gar nicht hochfliegen. Ganz genau. Schön, oder? Ja, einer Fein. Okay. Sollen wir mal kurz dann zu Prachthof gehen und unser Geld mal ausgeben? Da kommen wir jetzt in die Waffenkiste. Die kommen noch eben. Okay. Dann haben wir alles. So richtig. Aber ich finde das krass, dass wir noch so viele Würfel übrig haben. Kennst du denn Borderlands zufällig? Allein gesagt, dass das Spiel noch lange nicht fertig ist. Nee, okay, dieses Gebiet, Mann, ne? Das haben wir eindeutig fertig. Ja. Aber, ja. Ja, es wird auch immer größer. Okay, Borden. 1, 2, 3, okay. Ja, ich bin noch am Verkaufen. Wollte ich hier einfach den Ausgang zur Oberwelt nehmen, dann können wir auch zur Kasse. Wo ist denn das? Hier oben bei unerforschter Abgrund, unerforschte Tiefen. Hallo Manke! 30 Monate sind's, crazy as fuck! Hallo! Ja, wie geht's dir? Von der neuen Seite rauskommt bei der Oberwelt hier. Oh, okay. Oh ja, Oberwelt, ja. Ja. Ja, ich könnte drücken. Ja. Bereit. Es wäre zu Gott. Diese Nori-Blätter, ne? Richtig lecker. Oh! Oh! Oh ja. Warte, was? Oh, und reicht die Gummi. Vielleicht war das ein wenig übertrieben. Ihr wisst schon, Tina. Tina sind die Pferde durchgegangen. Aber wir kriegen das wieder auf die Reihe, okay? Schicksalsbringer, du näherst dich dem ehemaligen Meeresrand, wo einst der Meeresspiegel
Silva thront nun eine steile Klippe. Du musst einen Weg hinauffinden. Ja, gut. Wir müssen das Wasser wieder zurückbringen. Huh? Oh, no. Einer hätte slappen müssen. Nein. Ich hab auf die Map geguckt. Oh no. Ganz gut zumal. Ja. Das freut mich. Müssen wir wieder ballern? Okay. Woher hast du überhaupt diesen Zauber? Haben wir hier schon mal in so einem Gebiet geballert? Mit Lava? Glaub nicht. Bowling ist Klob. Was war ein Zyklop? Ein Bowling. Ah, nicht die Lava! Leute, the Lava ist Lava. Do not touch it. Lava ist Lava. Okay. Ja. Lava. Klingt ein bisschen blöd, aber ist weiser. Als man denkt, ja, Leute. Aber das ist jetzt nur eine Metapher, nicht wortwörtlich. Und die steht für euer Leben. Such dir eine Lava aus. Lava, Lava. Ja. Operiat. Piratschmarrt. Piratennekromant. Kampf bestanden. Easy peasy, lemon squeezy. Easy going. Lässig. Schönes. Würfelchen, oder? So ein Gigantowürfel? Eine goldene Shotgun. Warte, du hast was Goldenes bekommen. Ja, nice. Also, wir freuen uns für dich. Wir denken nicht, dass das Spiel dir suggerieren möchte, dass du der Schlechteste bist und dir Schaden fehlt. Wir freuen uns für dich. Hoi, Rio. Okay. Was kann denn die Shotgun? Man kann auch... Ach, das ist die... Ja, das ist die Schwertsplosion oder so, ne? Von Torque. Das müsste die Schwertsplosion sein. Guck mal, heißt die Schwertsplosion? Die Ruckschwertsplosion des Abhebens. Das ist einfach die beste, die Schwertsplosion. Ein Schwert ist das Schwert, das den Himmel durchbrechen wird. Amen. Feurio. Feurio. Ich gehe durch den Kanal. Der Magie. Ja. Aui. Vier. Leute, drückt immer einer neu oder wieso geht der Counter nochmal zurück? Dass man durchläuft? Nee, ich hab gedrückt. Ah. Ich hab auch gedrückt. Au, jetzt hör auf zu slappen, what the hell? Alter, hier, kriegst du eine Ohrfeige. Hier, Kann bitte sehr. In das Dorf. Ja, let's go. Was ist für Kämpfe? Das ist der nächste Kampf, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, das sind immer diese Kämpfe, das sind die Arenen. Brennt erstmal durch Gras. Ja. Kampf hier. Okay. Ja, wie machen wir jetzt auch einen Kampf? Einfach normal ballern. Weiß ja nicht. Baller so ein bisschen blind, ich hoffe mal, ich treffe. Oh. Ah, von hinten. Ah, nee, doch nicht. Naja, aber solche Dörfer sind ja auch nicht verkehrt zu machen, oder? Also auszulöschen schon, das ist nicht so ein bisschen, das ist irgendwie so ein bisschen fragwürdig, aber... Aber der Rest... Wir sind die Guten, egal was wir machen müssen. Wir sind die Guten. Ja, wir sind immer die Guten in der Geschichte. Sonst wären wir die Bösen. Sonst wären wir die Bösen, ja. Das macht ja keinen Sinn. Es ist nicht so, wie du denkst. Ja. Ja, das ist nicht so, wie du denkst, genau. Mhm. Du wirst so wild! Sondern ich liebe es! Du hast es getan. Es geht aus, so wie du denkst. Nein, es ist nicht so, wie du denkst, wenn du denkst, was ich denke, was du denkst, Tim. Es ist nicht so, wie du denkst, es ist schlimmer. Du kennst es einfach nicht, du bist zu jung. Du bist einfach zu jung, Tim. Du bist einfach zu jung. Was? Und was ist das jetzt? Fresh Dumbledore. Doch, den kenn ich. Den kennst du. Das sagt halt alles aus, weißt du? Das sagt halt alles aus, Tim. Weil du bist einfach nur Lava-Fürst. Du warst irgendeine Scheiße. Den! Das ist eine Frau, du Sack. Ja, weil du einfach Dovi bist.
Damit hat man das eindeutig in Love. Du bist nur am Labern. Ich hoffe, du hast eine Kapuze dabei. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich hoffe, du hast die Kapuze dabei. Ich verwechsel es, glaube ich, gerade echt irgendwas. Oh, ich verwechsel es. Hä, aber es gibt. Nee, nee, es gibt aber. Hier ist noch Licht an, haben sie auch ein. Ja, Fresh Dumbledore ist doch eine Parodie. Ich dachte, wir wollten in Wachthof. Ja, aber ja. Das Ding, das haben wir auch noch nicht gemacht. Wir haben hier alles übrig gelassen, leider. Ja, nein, wir haben nichts übrig gelassen. Das ist ein neues Gebiet gerade. Ach so, oh, ups. Ich habe da ganz viele Sachen, die wir noch nicht kennen. Ja gut, ich dachte, wir haben das alles übrig gelassen. Nee, aber mein Stammeldeutsch ist eine Parodie. Ja, natürlich. Aber da gibt's das Lied, es ist nicht so, wie du denkst. Und das ist gerade das, was ich zitiere. Also es ist nicht so, was du denkst, wenn du denkst, was ich denke, dass du denkst. Denn das Denken, der Gedanke ist denkloses Denken, darum denke ich nicht gedacht zu haben, wenn du versuchst daran zu denken, nicht daran zu denken, dass du dumm bist, obwohl du nicht dumm bist, zu denken da. Genau, und das ist von Fresh Dumbledore. Das wiederum ist, glaube ich, von Cold Mirror, und das ist eine Frau. Ja, das ist Cold Mirror, das ist eine Frau, aber das ist... Also hallo? Hallo, hallo? Ja, weißt du was, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich bin unten. Ich komme! Da geht's runter. Ja, aber die Parodie, der trotzdem ein Mann. Ja, aber du hättest es trotzdem nicht gewusst. Das habe ich genau aus deiner Stimme rausgehört. Doch, Fresh Dumbledore kenne ich tatsächlich. Als Obby. Als Obby, okay. Okay, 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 okay. Ich meine, ich habe... Nee, ich hab... Ist mir Begriff, oh, hier ist ein fettes Giganto-Auge. Gruselig. Ach, ein Auklob. Ja, wir kennen ihn nicht. Ja. Die Geschichte der Helden ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ja, die der Schurken auch, ne? Eindeutig. Ja, Schurken sehen sich nie als Schurken. Ja, wir sind keine Schurken. Ganz klar, wir sind... Ja, nee, wir sind ja auch Helden, deswegen... Das andere sind die Schurken. Mhm. Wobei die eigentlich... Die haben nicht mit dem Kämpfen angefangen, wir haben mit dem Kämpfen angefangen. Nö, das stimmt nicht. Wir sind hier gespawnt, wir haben auf den Deckel bekommen. Würde ich ja, schon sagen. Wir gehen in den Weg, wir greifen ihr zu Hause, ja, und dann bekommen wir einen Deckel, ja? Hey, wir haben das doch gar nicht angegriffen, wir sind reingeplatzt maximal. So wie du in jedem Game in jedes Haus kannst, sind wir hier auch einfach rein. Ja. Hey, Wanderer, willkommen in meinem Wohnzimmer. Bedient euch an meinen Schränken. Schau dir gern alles an. Und wenn du schon dabei bist, schlaf auch in meinem Bett. Genau, und so looten sie meine Kisten. Das ist in Ordnung. Auch meine Küche ist euer. Ja, ja. Weißt du, dann geht erstmal einer in den Kühlschrank. Ohne was zu sagen. Plündert dir deine, keine Ahnung was, Brot. Ja, weiß ich nicht, vielleicht noch neue Kleidung. Einfach in Eimer auf den Kopf fliegen, dann zieht das eh nicht mehr. Ja, ist dann Rüstung plus 1. Ja. Und dann begebe ich mich demnächst mal auf Loot-Tour. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Ich möchte mal ganz vorsichtig sagen, das, was in Games funktioniert, funktioniert vielleicht nicht immer im Real Life. Aber das weiß ich natürlich nicht. Batsch, ich glaube, das wird schon weit hergeholt. Da kenne ich mich nicht so aus. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Das ist jetzt echt weit hergeholt. Weit hergeholt, ja. Ist Tims Verantwortung. Was sind denn hier noch welche, Alter? Ja, ja, weil du gesagt hast, ist okay. Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Dann habe ich mich rausgeredet. Aber du hast es bestätigt, ganz klar. Ja. 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 Ich kann ja bei dir mit der Loot-Tour anfangen. Nein, nein. Nein, nein. Das glaube ich nicht. Falsch gedacht. So. Falsch gedacht. Und mir gibt es nichts zu looten. Doch, Mochis. Nein, eben nicht, Mann. Du und ich. Eben nicht. Mein Pilzfreund. Dann Chili con Carne. Auch gut. Ich kann das lesen. Su, fu, su. Steht da drauf. Rare Masan. Ja, aus so einer kleinen Tüte. Vorgelesen, was da steht.
Lori-Blätter, ja. Ja, Freya weiß übrigens Bescheid jetzt. Ich konnte es nicht mehr für mich behalten. Freya weiß Bescheid. Was? Na, dass ich die ganzen Schriftzeichen gelernt habe. Aha. Sie weiß Bescheid. Ja. Oh. Sie war impressed. Und war stolz. Und konnte Nori lesen. Geil. Ja. Danke sehr. Drei Schriftzeichen, oder? Nee, mehr. Drei. Ist nicht Nori 1 und Ri 1? Ja, Nori sind zwei, das stimmt. Aber gerade habe ich hier andere vorgelesen. Ich habe so ein Fu vorgelesen. Das sind nochmal zwei. Mehr. Also vier. Ja, aber du hast doch Nori gemeint. Also Nori ist. Ja, aber gerade habe ich noch was anderes vorgelesen. Aber ja, Nori kann ich lesen. Konnichiwa auch. Ich zeig dir, wo es lang geht. Wobei ich bei Konnichiwa nie verstanden habe, warum da zwei I's drin sind und nur eins betont wird. Die Aussprache rall ich noch gar nichts hier. Da bin ich gerade mal anwesend. Aber ich bin auch echt am Fluchen aktuell, weißt du? Ich meine, ich habe ja mit, keine Ahnung, Lektion 1 angefangen. Und da muss ich schon eine ganze Schrift können, okay? Und dann dachte ich mir, okay, fuck it, lerne ich die. Und dann, bams, Lektion Nummer 2. Hey, du musst eine andere Schrift auch noch kennen. Ne? Und dann quäle ich mich jetzt gerade die zweite Schrift hier durch. Katakana. Ja, also Hiragana habe ich zuerst gelernt und das in der Baby-Lektion 1 kam das halt dran und dann kam halt Lektion 2 dran, was immer noch für Babys ist. Noch gar nicht wahr. Es ist gar nicht Lektion 2, sondern Lektion 1, 2. Also immer noch Anfänger-Shit und dann muss ich dann eine komplett neue Sprache lernen. Und dann war ich so richtig pisst, ne, weil holy fuck, ich habe mir 50 fucking Buchstaben reingezogen, ne? Pustekuchen. Ja, also und jetzt nochmal 50. Grundschule und Kindergarten. Ja, aber das fühlt sich für mich nicht nach Kindergarten an. Ja, das ist ja auch nicht, aber... Das ist Horror, ey. Alter Falter. Und jetzt mogel ich mich gerade durch Katakana und ich... Believe me, ich mach das nicht gut. Ich verwechsel die ganze Zeit diese Kackbuchstaben. Also, ne? Ja, das ist auch... Ja, und dann noch zu wissen, dass dann noch die dritte Sprache dazu kommt, die 2 Milliarden Zeichen hat, hilft nicht gerade bei meiner Motivationskurve zu lernen. Das waren, glaub 50.000. I swear to God, sag keine Zahl bitte, sonst weine ich. Aber danke du sehr. Mit 6.000 zurecht. Um zu ja, aber ich bin jetzt schon mal meinen 100 am Verzweifeln. I swear to God. Und mit Verzweifeln meine ich Verzweifeln. Ah, hier ist ja gar nichts. Schade. Muss ich den kloppen? Schade. Ist das Prachthof? Ja. Das sind einfach zu viele. Ja, Mann, I swear to God. Ich reiß mich richtig zusammen, den Scheiß zu lernen, aber, oh Gott. Jetzt bin ich dann abends schon bockig, weil bei mir fängt es jetzt an, dass ich die vertausche. Und manche Sachen sehen einfach voll gleich aus, wie das Katakana E und das Hiragana Su. Oder andersrum, keine Ahnung. Es sind einfach die gleichen Zeichen. Sehen genau gleich aus, bedeuten was ganz anderes. Cool. Oder, was ich auch hasse, ist das Katakana Fu und das Hiragana Ho, die sehen auch gleich aus. I swear to God, wie soll ich mir das merken? Nie im Leben. Nie im Leben. Danke sehr. Da wollte ich mich einmal beschweren. Ja. Es waren frustrierte Abende waren das, wie ich mich da durchquäle. Weil ich bei GeoGuessr punkten will. Was ist das denn für eine Motivation? Und warum haben Sie Japanisch gelernt? Ja, ich wollte GeoGuessr von meinen Freunden angeben, wie cool ich doch bin. Mit meiner Schwester alle Leute fertig machen. Ja. Tja. Motivationsgrund. Aber ich verkack's, okay? So, danke sehr. 40 Sachen dann. Ah, wird cool. Ich glaube, ich versuch's auch einmal hier zu würfeln. Ach komm, einmal. Einmal ist Keimer. Einmal ist Keimer. Ui, moi, naja, weil ja einmal Keimer ist, kann ich ja auch ein zweites Mal, ne? Genau. Weil zwei. Oh, ich hab keinen mehr. Drei. Ja, ich hab auch keinen mehr, ich kann nicht mehr. Und ab drei kann es nur besser werden. Ach, ja. Ist jemand von euch Brisekan Kilomant gleichzeitig? Ja. Oh, dann habe ich was für dich. Wo bist du gerade? Ich renn mal zu dir, weil da muss ich auch hin. Hallo. Hier, guck mal. Da. Bitte sehr. Ansonsten habe ich für die anderen leider nichts.
Oh, das könnte. Was? Ja, take it. Dankeschön. Ja. I'm sorry. Mein Sharing ist caring, aber ich habe da nicht so viel Sharing gerade. Tja, verständlich. Ist ja nicht schlimm. Wieso hab ich 3 goldene Sachen im Mittag? Ist der Zeiner Rich Bitch. Hä, wieso habe ich 3 goldene Sachen im Inventar? Okay. Ja, zu 3. Du armes Ding. Zu 3, die ich nicht aktiviert habe. Ja, passiert. Ich habe wohl viele nicht eingesammelt, würde ich sagen. Ja. Ah, stimmt. Wird's ja auch noch. Okay. Ah, guck mal, jetzt ist draußen die. Oder war die schon die Statue von der? Hm? Ja, die wurde oh, voll. Dann. Ja, ich glaube, die. Nee, ich glaube, die ist neu dazugekommen. Ja, die ist neu dazugekommen, glaube ich. Oh, hier ist eine neue Quest, ne? Aber wir müssen auf jeden Fall noch 3 Hauptbosse haben. Da ja, das noch 3 leere Schilder, wo was hinkommt. Okay. Kostenzauber. Oh, der ultimative Feuerzauber. Ziemlich verlockend, oder? Annehmen. Ich habe mich schon gefragt, wann jemand meine Mission annehmen würde. Und mächtigsten Zutaten. Glücklicherweise habe ich vor kurzem ein Runenbuch gefunden, in dem diese Zutaten im Detail aufgeführt sind. Ah. Labert der. Paladin Mike ist plötzlich der mächtigste Mann im Prachttuch. Ich sollte ihm etwas Tee schicken. Ich verkaufe mal mehr Sache. Ich habe auch verkauft. Machen wir dann Ende für heute oder machen wir weiter? Ich würde an der Stelle Ende machen. Ja, ist glaube ich gut, weil eine Quest dauert eindeutig länger. Ein guter Zeitpunkt, Ende zu finden ist. Ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich hier dieses Schloss an irgendwas aus Super Mario. Ich weiß auch nicht warum. Muss ich immer dran denken. Rainbow World. Bitte? Ohne Rainbow. War einfach die. Das Schloss von der Prinzessin. Ja. Alter, sag mal. Du kannst hier doch nicht einfach hinpinkeln, Tim. Daneben dir. Und du kannst dich auch nicht kokeln, sag mal. Was ist denn? Was ist los? Sei froh, dass ich dich hier nicht murksen kann. Na dann. Geh schnell raus, ja, Spiel beenden. Friendly Fire anmachen, aber. Ja, aber dann bist du dauerhaft tot. Das kann ich nicht hier zumuten. Ja, du bist doch dauerhaft tot. Ich bin gar nicht dauerhaft tot. Laberst du? Außerdem würde ich dich doch nie mit Absicht anhauen. Oh, lol. Meine Schrift ist halb unsichtbar. Cool. Tja. Halb unsichtbar. Welche Farbe könnte das sein? Man weiß es nicht. Nee. Gute alte Red Screen. Ja, oh, woher weißt du das? Genau. Okay, Leute, ihr wisst, was kommt. Vielleicht bist du auch einfach so. Ein Geist geworden. Du bist ein Geist geworden. Okay, Leute, ich bin jetzt im Bettchen. Ich bin jetzt im Bettchen. Und ich wünsche euch eine wundervolle gute Nacht. Und ich würde sagen, die Truppe hier macht ein wunderschönes Gute-Nacht-Wort. Während ich gucke, wen ich raiden kann. Schlaf gut. Also, gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mhm. Schöne Träume.
Und jetzt sagt Marco noch was. Gute Nacht. Perfekt. Okay, Leute. Ich würde raiden. Wen nehme ich denn da? Ach komm, raiden wir mal, nehme ich ja, ne? Okay. Dann bis Dani. Wäre schön, wenn ihr noch drin bleibt und irgendwas abgefahren schreibt. So wie immer. Bis dann. Ich sollte irgendwie auch mal irgendwas da finden, dass man immer das Gleiche schreibt, so bei einem Raid. Okay, whatever. Bis Dani. Ja. Tschüss. Stream Ending. Wo ist es? Okay.